Hey meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und fängt schon mal super an, mein erstes Video nach 10 Tagen, was ich jetzt wieder drehe und dann verplapper ich mich gleich wieder. Aber egal, ja, ihr habt es vielleicht ist es auch niemand aufgefallen, aber vielleicht haben jetzt ein paar gemerkt, dass ich jetzt, ich glaube schon so um die 10 Tage eben kein Video mehr gemacht habe. Ja, es gibt jetzt keinen besonderen Grund dafür, es ist nur einfach manchmal so, dass ich nicht die Motivation dazu habe und mir ist es einfach wichtig, dass ich euch nicht ein Video hinklatsch und sage, komm, Hauptsache was gedreht, sondern dass ich wirklich Lust darauf habe und ich brauche ja auch nicht jetzt jedes Mal was zeigen, wenn ich jetzt was Kleines zum Beispiel eingekauft habe, ja, wenn ich jetzt ein paar Karotten, einen Apfel und ein Brot oder sowas gekauft habe, brauche ich euch das ja auch nicht jedes Mal zeigen, sondern ich zeige euch die Sachen ja nur, wenn ich ein bisschen mehr eingekauft habe. Und ja, ich war jetzt heute bei Aldi und ich war auch kurz bei Müller, da habe ich auch ein paar Kleinigkeiten gekauft und ich würde sagen, wenn es euch interessiert, dann bleibt doch einfach dran. Okay, zum einen habe ich mein Lieblingstoastbrot gekauft, das Saatenharmonie, das mag ich ja ganz gerne, da sind oben so kleine Körner dran, wenn ihr das sehen könnt, das ist recht dunkel, das Brot. Das mag ich ab und zu einfach ganz gerne, so hat man immer was im Haus und ja, ich esse das echt gern. Dann haben wir noch diesen Zopf gekauft, den essen wir aber eigentlich auch nur am Wochenende, weil ja, ansonsten unter der Woche komme ich ja auch nicht dazu, morgen zu frühstücken zu Hause. Dann haken wir mal ganz schnell die zwei ungesunden Sachen ab. Hier einmal herbe Sahne, die schmeckt so verdammt gut. Also da mal so ein, zwei Rippchen von zu essen, ja, richtig, richtig lecker. Also kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr auch gern ein bisschen dunklere Schokolade mögt. Soll ja auch gesünder sein als die normale und ja, genau, deswegen, ich mag die sehr gerne. Übrigens, falls euch heute noch nicht aufgefallen ist, ich habe meine Haare heute lockig getragen, denn ich war gestern mit meinen Freundinnen im Schwimmbad und ja, da dachte ich mir dann danach, okay, dann lasse ich sie einfach so ein bisschen wellig und habe sie eigentlich, vorhin sahen sie noch besser aus, da hatte ich sie so richtig zu so richtigen Wellen geknetet noch, habe noch so Dings, Feuchtigkeitsspray und sowas reingemacht, da wurden sie noch strukturierter, aber jetzt ist schon wieder ein bisschen rausgegangen, aber egal. Und dann, die ist auch saulecker, die Kokoschokolade. Also, wenn ihr die noch nicht probiert habt, müsst ihr auch mal machen, wenn ihr auf Koko steht. Die ist so geil. Die ist richtig geil. Dann habe ich einmal Sandwichscheiben gekauft. Gouda, das sind einfach so kleine, ja, Käsescheiben. Und die sind einfach von der Eigenmarke vom Aldi am günstigsten mit am meisten drin, so gesehen. Dann einiges an Salami. Hähnchensalami. Nochmal Hähnchensalami in so ein bisschen kleineren Scheiben, dafür war eine recht großen Packung. Und ist, glaube ich, auch, ja genau, Geflügelsalami. Die ist nämlich auch mit Truthahn hauptsächlich, genau. Ja, ich liebe ja Salami und ich achte eben sehr darauf, dass es eben wirklich dann Hähnchensalami ist und kein Schwein. Mag ich einfach auch lieber und genau. Dann nur noch zwei Sachen, fällt mir auf an Food. Einmal die, ich spreche den Namen jetzt mal nicht aus, aber von Aldi Bio sind das so sehr kleine Nudeln. Könnt ihr hier sehen, die sind einfach perfekt für Suppe oder so, würde ich sagen. Und ja, der hatte halt, also Aldi hatte ziemlich viel so Bio-Zeug und ja, ich dachte, ich nehme die einfach mal mit, aber eben jetzt nicht nur, weil sie Bio sind, sondern einfach, weil ich diese Form auch ganz gut finde, weil so kleine Nudeln findet man auch nicht immer und die waren auch gar nicht besonders teuer, ist mir aufgefallen. Und genau, Kochzeit 5 bis 6 Minuten, ja, passt. Und dann das letzte, Erdbeeren. Ich liebe ja Erdbeeren und ja, deswegen, die mussten jetzt auch mal wieder mit. Ja, genau, steht drauf, wo die herkommen. Ja, Spanien, klar. Sind jetzt natürlich noch keine deutschen Erdbeeren, aber ich liebe Erdbeeren und allein schon dieser Duft, ey, das ist so geil. Ich liebe es. Okay, dann jetzt zu Müller. Erstmal zwei Proben hat man da bekommen von Guerlain oder so. Ein Parfum. Ja, sieht ganz hübsch aus. Und dann gab es nämlich auch eine Rabattaktion von L'Oreal. Da hat man nämlich, wenn man Sachen im Wert von 15 Euro gekauft hat, hat man 5 Euro geschenkt bekommen. Das heißt, man musste nur noch 10 Euro dafür bezahlen. Und das finde ich schon nicht schlecht. Also ich hatte nämlich mir eh vor, neues Make-up zu kaufen, weil mein altes von Max Factor jetzt leer gegangen ist. Und ich wollte einfach nochmal sowas ganz Normales für den Alltag. Ich habe ja noch das von Kiko, das Unlimited. Aber das ist eher so, ja, wenn es so mehr den ganzen Tag halten soll. Das habe ich jetzt zum Beispiel auch heute drauf. Das hält auch sehr gut matt. Ich habe mich jetzt vor dem Video nicht nochmal abgepudert. Und ja, aber vielleicht liegt es auch am Licht, weil ich jetzt nämlich kein extra Licht anhabe. Also ich finde, ich sehe jetzt matter aus als sonst in manchen Videos. Hier unten so ein bisschen, aber ansonsten sieht wirklich doch matter, oder? Also zumindest sieht es in der Kamera so aus. Egal, auf jeden Fall, was soll ich denn jetzt sagen?
ja, habe ich mir ein neues Make-up gekauft. Und wie gesagt, es gab eben diese Rabattaktion. Zum einen, weil das Make-up an sich noch keine 15 Euro gekostet hat, habe ich dann auch noch ein paar mehr Sachen mitgenommen. Es gab, wie gesagt, auf alle L'Oreal-Produkte eben auch hier diese Hydra Active 3 Creme. Die mag ich ja sehr, sehr gerne. Ja, die ist für sensible Haut zart und strahlend. Schutz und Pflege auf jeden Fall. Ich mag die gerne. Ich hatte die schon ziemlich häufig. Und dann habe ich auch noch mitgenommen. Ich habe extra gefragt, ob das auch ging. War auch in Ordnung, weil Desange gehört nämlich zu L'Oreal. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt hier unten sehen könnt. Der Fokus ist. Ja, ich denke, hier unten könnt ihr es lesen. Da steht nämlich L'Oreal Karlsruhe oder sowas steht da. Und genau, das gehört da auch dazu. Und ich hatte ja schon mal Desange-Produkte und fand die wirklich sehr, sehr gut. Und ja, dieses nährende Elixier ist auch neu. Oil-In-Creme heißt das. Tiefenwirksame, schwerelose Cremepflege schützt und pflegt das Haar für ein seidiges, leichtes Haargefühl, ohne auszuspülen für trockenes Haar. Ja, bin ich sehr gespannt, wie das ist. Ich benutze ja immer gern oder ich probiere auch immer gern solche Haarsachen einfach damit. Ja, man will natürlich, dass die Haare immer so schön geschmeidig aussehen wie möglich. Und ich glaube, das hat 7 Euro gekostet. Ja, ist ja aber auch relativ viel drin und genau, dann kommen wir jetzt zu diesem Highlight, warum ich eigentlich diesen Rabatt überhaupt erst in Anspruch genommen habe. Und zwar habe ich mir jetzt das L'Oreal Perfect Match Make-up gekauft in der hellsten Farbe Ivory Rose oder Rose Ivory, steht ja beides so hinten drauf. Ja, natürlich, ich muss immer die hellste Farbe nehmen, ich habe auch ein bisschen geswatcht, da war eine sehr nette Verkäuferin da. Und ja, wobei ich sagen muss, also es wird mit Sicherheit passen, weil es die hellste Farbe ist, aber ja, es ist gar nicht so extrem hell, finde ich. Also, ja, also schon hell, aber es gibt Make-ups, die heller sind, sagen wir es mal so. Aber ich gehe davon aus, es passt. Also wir haben es auch ein bisschen ausprobiert und ja, genau, das war das. Das hat, glaube ich, 9,45 gekostet, was ich eigentlich für ein L'Oreal-Make-up ganz in Ordnung finde, also noch unter 10 Euro. Und man hat ja auch ein bisschen was von und ich habe davon schon sehr, sehr viel Gutes gehört. Ja, ich bin leider keine dieser Bloggerinnen, die das gesponsert bekam. Manche haben ja da diese ganze Farbpalette bekommen von, keine Ahnung, 20 Make-ups oder so. Das habe ich leider nicht bekommen. Aber gut, naja, habe ich mir halt selbst gekauft und trotzdem 5 Euro Rabatt gehabt. Genau, dann die letzten zwei Sachen, die ich noch gekauft habe. Ach ja, und man hat noch einen kleinen Eiffelturm dazu. Ups, einen kleinen Eiffelturm dazu bekommen. Falls ihr das so sehen könnt. Ja, ist so ein Schlüsselanhänger oder sowas. Ist jetzt nicht besonders hochwertig, aber egal. Genau, und dann habe ich noch zwei Sachen von Essence gekauft. Und zwar, ich bin ja so ein Glitzerfreak. Die Glitter oder den Glitter Primer, Get Your Glitter On. Und zwar, ja, gibt es den ja eigentlich auch von NYX und ich wollte den auch schon länger haben und diese Pigmente. Aber ich dachte, okay, ich nehme jetzt erstmal die günstigeren Sachen, ob mir das überhaupt gefällt. Und ja, ich teste den einfach mal aus, wie der so ist, ob dadurch wirklich Glitzer einfach besser hält. Weil den Glitzer, den ich mir gekauft habe, der ist schon echt heavy. Also der ist ja so loser Glitzer. Und damit hatte ich bisher noch nicht so viel Erfahrung, weil ich mir immer dachte, oh Gott, das ist so viel Dreck oder so. Ich habe jetzt auch gerade ein bisschen Angst, den aufzumachen. Sekunde, ich hole mal gerade so ein Tuch, wenn ich drankomme. Ja, ich habe mir jetzt gerade mal so ein Tuch geholt, weil nicht, dass es hier jetzt alles voll glitzert. Ich will es euch halt einfach nur ein bisschen zeigen. Ne, im Deckel könnt ihr es jetzt nicht so gut sehen, ne? So. Könnt ihr es sehen, ne? Also das sieht richtig, richtig krass aus. Also es ist ein richtig schönes, sehr, sehr intensives Glitzer. Und ja, oh Gott, ja. Das war gut, dass ich das Tuch drunter gelegt habe. Hilfe! Oh mein Gott, Leute, schaut euch das mal an. Könnt ihr das sehen? Hier ist jetzt überall Glitzer auf dem Tuch. Muss aufpassen, dass es nicht an die Lebensmittel kommt. Oh je. Oh Gott, jetzt ist es auf meiner Hose. Naja, okay. Ich beende jetzt dieses Video an dieser Stelle. Mein Akku ist nämlich auch fast leer, sehe ich gerade. Und ja, dann war's das. Ich hoffe, dieser kleine Haul hat euch ein bisschen gefallen. Und ja, irgendwie, manchmal nervt es auch. Also ich habe meine Haare dann doch gern glatt, weil das sieht so ein bisschen unstrukturiert aus. Vorhin sah es echt besser aus. Naja, egal. Auf jeden Fall, ja, ich, wie gesagt, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und mein nächstes Video wird mein Favoritenvideo sein. Das hatte ich aber schon länger vorgedreht, habe es nur die ganze Zeit noch nicht hochgeladen, weil es natürlich noch zu früh war. Also nicht wundern, falls ich da irgendwas sage, wo ihr denkt so, hä, das passt jetzt nicht in die Zeit oder so, dann liegt es daran, dass es schon vorgedreht war. Aber hat sich inzwischen auch nichts an meinen Favoriten geändert. Also von daher, ja, ich wünsche euch, wie gesagt, noch einen schönen Tag und dann sehen wir uns hoffentlich in meinem Favoritenvideo. Ciao!